Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, dass du manchmal an Punkte kommst, in Situationen stehst, wo du sagst, jetzt reicht's mir. Jetzt werde ich aber was unternehmen. Und genau so ging es David, als er vielleicht auch wieder in einer etwas brenzlichen Situation war. David sagt, ich aber. Damit nimmt er eine Position ein, damit legt er schon mal fest, jetzt reicht's, jetzt möchte ich was unternehmen und jetzt hat er einfach einen festen Entschluss gefasst. Aber das Wichtige dabei ist, dass David nicht bei sich selbst bleibt, dass er nicht sagt, ich schaffe das schon und ich mache das schon, sondern dass er sagt, ich rufe zu dem Herrn. Er wusste, dass er einen starken Gott an seiner Seite braucht, auf den er sich 100% verlassen kann, einen, der die Sache überblickt, der die Lösung hat, der die Strategie hat. Und so hat das David auch schon oft erlebt. Er hat Gott immer an seiner Seite gehabt und hat gewusst, wenn er sich an Gott wendet, wird Gott ihm helfen, wird Gott ihm Antwort geben und wird ihm eine Strategie geben. Als David das sagt, ich rufe zu Gott, gibt er auch gleich die Antwort am Ende des Satzes, dass er nämlich sagt, ich weiß, der Herr hilft mir. Ich habe die Erfahrung gemacht, Gott hilft mir. Und das ist auch in meinem Leben so die Erfahrung gewesen, in ganz, ganz vielen Situationen. In kleinen Schwierigkeiten, in größeren Sachen. Immer wieder war es so, dass ich auch gesagt habe, ich rufe zu Gott und der Herr hilft mir. Ich habe oft eine Gewissheit in mir, dass ich mich da 100% drauf verlassen kann, dass der Herr mir hilft. Bei David heißt es sogar in diesem Umfeld dieses Satzes, dass er morgens, mittags und abends gestöhnt hat über diese Situation. Die ist ja nicht näher beschrieben. Vielleicht geht es dir auch so, dass du mitten am Stöhnen bist, dass du sagst, ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht überfordert dich diese Situation. Vielleicht hast du keine Strategie im Moment. Aber du nimmst eine Position ein und du sagst, ich rufe zu Gott, ich rufe Gott den Allerhöchsten an. Ich rufe Gott an, der Übernatürliches tut in meinem Leben. Ich rufe Gott an, der das Beste für mich aus dieser Situation machen wird. Jesus ist dabei, weil ich ihn liebe, wird er mir alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich aber rufe zu Gott morgens, mittags, abends. Und ich weiß, der Herr hilft mir. Ich möchte dich ganz neu ermutigen, diesen Satz fest in dein Gebetsleben, in dein Denken, in dein Handeln einzubauen. Ich rufe zu Gott und der Herr hilft mir. Das ist eine Reihenfolge von dem, wie wir vor Gott stehen, dass wir uns auf ihn berufen, dass wir ihn anrufen und ihn zu unserer Rettung und Hilfe dabei haben. Ich rufe zu Gott und der Herr hilft mir. Ich wünsche dir, dass du das heute in sehr vielen Situationen erlebst, dass du ein starkes Zeugnis darüber hast und dass du weißt, Gott hat mehr für mich.